herzlich willkommen auf Susis Cooking Kanal. Heute gibt es bei mir aus der österreichischen Kollektion Garstner Tradi Waberl Nussstangerler. Ich musste so lachen, als ich den Titel gelesen habe, Garstner Tradi Waberl, habe mir gedacht, das schreit eigentlich nach mir, dass ich das ausprobiere. Und das möchte ich heute tun. Ich bekomme Nachmittag Besuch und ich glaube, da passen die sehr gut dazu. Ich lese euch mal vor, was wir dafür brauchen. Wir brauchen 250 Gramm weiche Butter, 250 Gramm Quark, 250 Gramm Mehl, eine Prise Salz, 100 Gramm Nüsse im Ganzen gemischt, also es dürfen ruhig verschiedene Nüsse sein, 70 Gramm Zucker, 25 Gramm Schokolade, ein Ei, 10 Gramm Rum, 10 Gramm Vanillezucker. Und wer möchte, später zum Verfeinern oben drüber noch 100 Gramm Marillenmarmelade, Aprikosenmarmelade, fein passiert, Puderzucker und Zitronensaft für den Guss. Die schauen richtig gut aus und die testen wir heute zusammen. Ich würde sagen, wir starten auch gleich mit dem Teig. 250 Gramm Butter weich, die hatte ich heute Nacht jetzt schon komplett so draußen, dass sie auch wirklich schön weich ist. 250 Gramm Quark. Also allein schon, wenn man das liest, weiß man, das wird mit Sicherheit ein weicher Teig. Weil jetzt kommen nur noch 250 Gramm Mehl dazu. Eine Prise Salz. Und das Ganze wird jetzt 1 Minute 30 geknetet. Wie schon befürchtet, sehr weicher Teig. Schaut mal. Oh, schon sehr, sehr weich. Den sollen wir jetzt auf eine Frischhaltefolie geben und 45 Minuten im Kühlschrank geben. Ich hoffe, die Butter zieht auch dann in der Zeit ein bisschen an und er wird ein bisschen fester. Es steht aber beim Rezept auch dabei, also wir brauchen definitiv Mehl dann zur Weiterverarbeitung noch. Ich hole nochmal raus. Mach meinen Mixtopf sauber, weil wir können dann gleich mit der Füllung weitermachen. Der Teig ist im Kühlschrank und wir machen weiter mit der Füllung. Mixtopf ist sauber und trocken und wir geben jetzt 100 Gramm gemischte Nüsse. Ich habe Haselnüsse, Mandeln und Walnüsse. Jawohl. 70 Gramm Zucker. Gramm Schokolade, das ist so ein kleines Blättchen, ich kaufe die immer gern, weil das genau 25 Gramm sind. Und das Ganze wird 7 Sekunden auf der Stufe 9 zerkleinert. Dann kommt ein ganzes Ei dazu und 10 Gramm Rum. 10 Gramm Vanillezucker . Ich gebe bloß einmal mit dem Spatel rum, damit die Nüsse schön nach unten gehen. Und das Ganze wird jetzt 8 Sekunden auf der Stufe 3,5 miteinander verrührt. Und so sieht die Nussmasse jetzt aus. Die fülle ich mal dabei rum. So sieht das Ganze jetzt aus. Und so warten wir jetzt dann auf unseren Teig. Wenn der Teig fertig ist, könnt ihr dabei schon mal euren Backofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen, damit wir dann die Tradi Waberl gleich im Backofen schieben können.
Ich hoffe, meine Kamera hat das jetzt noch mit aufgenommen. Also es war nicht so einfach, den zweiten Teig drüber zu heben. Er ist mir gerissen. Ich habe ihn jetzt aber einigermaßen geflickt. Und jetzt schneiden wir uns da Streifen runter von dem Teig. 12 Streifen habe ich jetzt und die nehmen wir jetzt vorsichtig weg. Drehen sie ineinander, soweit es geht mit dem weichen Teig, und legen sie auf unser Backblech. Mein Backofen ist schon vorgeheizt auf 200 Grad Ober- und Unterhitze. Wenn man das jetzt nämlich zwirbelt, dann sieht man auch gar nicht mehr, dass die vorher nicht so schön waren. Die Flickstellen sind dann eh weg, weil das ja gedreht wird. So sehen die jetzt aus. Und ich verdrehe die mal alle und gebe sie dann bei 200 Grad. Ich muss dann noch schauen, wie lange. Ich glaube, so 20 Minuten auf jeden Fall in den Backofen. Ich sage euch aber nachher, wie lange sie bei mir drin waren. Meine Tradivabeler Nussstangen sind aus dem Backofen raus. Schön sind sie aber nicht. Mein Teig war definitiv zu weich. Also ich hätte auf jeden Fall gleich noch Mehl zugeben sollen. Er war zu weich. Sie sind nicht schön. Aber ich glaube, das tut dem Geschmack keinen Abbruch. Aber wehe, ihr lacht, wenn ihr die jetzt seht. Schon gescheite Totschall, ne? Das ist mir egal. Die bekommt mein Besuch heute Nachmittag, dann sind es halt mal nicht so schön. Ich habe jetzt im Thermomix, also wenn die jetzt abgekühlt sind, werde ich mir 100 Gramm Aprikosenmarmelade 5 Minuten bei 90 Grad erwärmen und werde die dann noch drüber geben, damit sie ein bisschen einen schönen Glanz bekommen. Und ja, riechen tun sie auf jeden Fall gut. Sie schauen halt nicht so schön aus wie am Foto. Aber das passiert halt auch mal. Macht nichts, die werden trotzdem gegessen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr sie nachmacht, gebt gleich entweder ein bisschen mehr Mehl dazu, wenn ihr seht, der Teig ist so weich wie meiner. So soll er nämlich nicht sein. Ich habe das dann auch gesehen in den nachfolgenden Bildern. Also da war der Teig auf jeden Fall kompakter. Vielleicht war mein Quark zu fett, mein Ei zu groß. Ich weiß es nicht. Aber wenn ihr es ausprobiert, macht einfach den Teig. Ihr merkt es an der Konsistenz eigentlich schon, dass er zu weich ist. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen und sage Servus und Pfiat euch. Bis zum nächsten Mal.